Birte endet jetzt das Programm und ehrt den gestern verstorbenen Siegfried Lenz mit einem Porträt. Ich wollte Fischer werden. Ich wollte so mit 11 Jahren Spion werden, ein berühmter Spion selbstverständlich. Ich wollte Admiral werden und ich bin das alles nicht geworden. Unter allen deutschen Geschichtenerzählern einer der besten und vorzüglichsten. Er ist ein wunderbarer Kollege, was unter Autoren nicht die Regel ist. Die Liebenswürdigkeit von Siegfried Lenz, die der Leser in seinen Büchern erfährt, die strahlt er auch als Person aus. In jedem Menschen steckt ein Kind. Und wenn ich mit Siegfried Lenz rede, kann ich das Kind in ihm sehen. Er ist ein freundlicher Mensch. Ein sehr behutsamer Mensch. Und außerdem ein einfühlsamer Mensch. Insgesamt ein wunderbarer Kerl. Ein abgeschiedener Ort auf der dänischen Insel Fünen. Hier findet Siegfried Lenz die Ruhe zum Schreiben. Nach dem Arbeiten tauscht er sich gerne mit seiner Frau Ulla und Freunden beim Kaffee aus. Dänemark ist für ihn eine zweite Heimat. Wenn ich das richtig definiere, scheint es ein Aschenbecher zu sein. Ja? Und wenn die Gesellschaft zustimmt, heißt das, ich bin nicht fern von einer Pfeife. Ja. Kann das sein? Oh, das ist gut. Die Pfeife ist ein Markenzeichen von Siegfried Lenz. Fast nie sieht man ihn ohne. Vor allem aber kennzeichnet ihn seine Produktivität. Tausende Seitentext hat Lenz im Lauf der vergangenen 60 Jahre veröffentlicht. Hunderte Erzählungen, mehrere Theaterstücke, 14 Romane. Über sich selbst spricht er selten. Journalisten hat er schon 1970 einen Hinweis gegeben, wie sie ihre Neugierde trotzdem befriedigen können. Ein Schriftsteller gibt sich an allem zu erkennen, was er schreibt. Ich glaube, dass jeder Schriftsteller tatsächlich nur dort anzutreffen ist, wo er sich am besten erschließt, von der Konfession her vor allen Dingen, nämlich in seinen Arbeiten. Und wer darauf aus ist, einem Schriftsteller auf die Spur zu kommen und ihn festzunageln oder ihn zur Erkennbarkeit zu zwingen, der sollte sich an die Bücher halten. So zärtlich war Soleiken, führt direkt in die Heimat des Schriftstellers. Die Menschen aus Masuren und die Landschaften Ostpreußens porträtierte in diesem Erzählband mit viel Humor und Feinsinn. Die Leser lieben die skurrilen Geschichten. Das 1955 erschienene Buch wird Siegfried Lenz erster Bestseller. Bei der Verfilmung wirkt der Autor höchstpersönlich mit, auch wenn ihm die Rolle im Rampenlicht nicht wirklich behagt. Ja? Wer sind eigentlich diese Masuren, von denen die Geschichten handeln? Was zeichnet sie aus? Genießerische Umständlichkeit des Denkens, blitzhafte Schleue, schwerfällige Tücke, tapsige Zärtlichkeit, provokante Geduld, Unterwürfigkeit, Dickköpfigkeit, Loyalität und eine schwer begründbare, unterschwellige Intelligenz. Die Kleinstadt Lück, heute Polen. Hier wird Siegfried Lenz am 17. März 1926 geboren. Mit seiner jüngeren Schwester Ursula verbringt er viel Zeit am nahegelegenen See. Ich bin ein Angler gewesen ein Leben lang. Das hat sehr früh begonnen. Und im Lücksee gab es wirklich viele, viele verschiedene Fische, die man fangen konnte. Das habe ich versucht, immer wieder. Und es wundert mich nicht, dass ein Leben lang so geblieben ist. Das ist ein symbiotisches Verhältnis zwischen Siggi Lenz einerseits und den Fischen. Er ist ein großer Angler.
großer Karpfenliebhaber. Und ich habe mal vorgeschlagen, er sollte ein neues Buch schreiben. So zärtlich waren meine Karpfen. Er war ein großer Karpfenzüchter. Für Siegfried Lenz ist Angeln eine Lebensphilosophie. Was ihn dabei fasziniert, beschreibt er in seinem Essay »Die Kunst, einen Fisch zu fangen«. Das größte Glück ist es, einen Fisch zu fangen. Das zweitgrößte, keinen zu fangen. Oh, halten Sie das nicht für chinesisch, für irgendeinen lapidaren Tiefsinn des Ostens. Denn das ist unsere Maxime, die schlichte Weisheit des Anglers, sein genügsames Glücksideal, seine bescheidene List gegenüber dem Leben. Auch keinen Fisch zu fangen ist ein Glück. Warum? Weil die Beute nicht wesentlich ist. Sie ist nicht das Ein und das Alles, sie zählt für uns keineswegs. Entscheidend ist nur das Gefühl. Richtung, Frühreich! Nora, Anton, Sophie, ab! 1944 meldet sich Lenz zur Marine, wird Seekadett auf einem Panzerkreuzer. Täglicher Drill statt heldenhafter Abenteuer. Der 17-Jährige ist vom Krieg enttäuscht. Einige Wochen vor der Kapitulation wird das Schiff bei einem Luftangriff auf den Kieler Hafen versenkt. Die letzten Kriegstage erlebt Lenz mit seiner Einheit in Dänemark. Er desertiert und gerät in britische Kriegsgefangenschaft. Nach seiner Entlassung kommt Siegfried Lenz Ende 1945 nach Hamburg. Er will hier studieren. Vollkommen mittellos verdingt er sich in der ersten Zeit als Schwarzmarkthändler und Blutspender. Schließlich absolviert er eine journalistische Ausbildung bei der Zeitung Die Welt. Seine Vorgesetzten erkennen das literarische Talent und drucken 1949 seine erste Erzählung. Die Nacht im Hotel. Siegfried Lenz liest seiner Frau Ulla das Erstlingswerk vor. Darin geht es um Mitleid und Mitmenschlichkeit, Themen, die Lenz später immer wieder aufgegriffen hat. Sein Junge öffnete ihm die Tür, glücklich, außer sich vor Freude. Er warf sich ihm entgegen und hämmerte mit den Fäusten gegen seinen Schenkel und rief, einer hat gewinkt, einer hat ganz lange gewinkt. Mit einer Krücke, fragte Schwamm. Ja, mit einem Stock. Und zuletzt hat er sein Taschentuch an den Stock gebunden und es so lange aus dem Fenster gehalten, bis ich es nicht mehr sehen konnte. Vor allem neue Texte trägt der Autor seiner Frau regelmäßig vor. Ihre Reaktion ist ihm wichtig. Er vertraut seiner ersten Kritikerin. Mord im Hotel. Aus der Befürchtung, nicht sinnlich genug zu schreiben, frage ich Ulla fast jedes Mal, siehst du es? Hörst du nicht allein, sondern siehst du es? Siehst du den Charakter, den Aufbau? Siehst du das Gesicht, die Mimik des Gesichtes, die veränderte Mimik des Gesichtes? Siehst du es, Ulla? Und wenn sie sagt, ja, ich sehe es vor mir, dann bin ich halbwegs zufrieden. Das Vorleseritual. Lenz hat es von Anfang an auch mit seiner ersten Frau Lieselotte zelebriert. Sie hörte zu, verbesserte, tippte seine Manuskripte ab und war ihm bis zu ihrem Tod eine liebevolle Begleiterin. Sie waren füreinander wie Kinder. Sie selbst hatten ja keine. Dieses Paar hatte etwas sehr Charmantes. Man spürte ihre Nähe und Zärtlichkeit. Er las ihr die Wünsche von den Augen ab und sie wusste schon immer vorher, was er als Nächstes tun würde. Sie waren wie eins. He was guessing what she needs even before she said it, and she was guessing his next movement even before he decided to sit down or to get up. They were like one. 1951 erscheint Siegfried Lenz' Romandebüt »Es waren Habichte in der Luft«. Darin verarbeitet er seine Kriegserfahrungen. Das Buch verkauft sich nur schleppend. Immerhin gibt es einige positive Kritiken. Siegfried Lenz ist wie ein Habicht in die deutsche Literatur eingebrochen, meldet die deutsche Presseagentur. Ein Achtungserfolg. Sein Geld verdient Lenz damals beim NWDR, dem Vorläufer des Norddeutschen Rundfunks. Fürs Radio verfasst er Essays, Erzählungen und Hörspiele. In einer eigenen Sendung interviewt er Gäste aus der Kulturwelt.
Darunter ist auch ein unbekannter Literaturkritiker aus Polen, Marcel Reich-Ranicki. Das war so faszinierend, was er zu erzählen hatte. Ein Akt der Augenöffnung, möchte ich sagen. Dass ich, als ich dann hörte, dass er vorhat, in Hamburg zu bleiben, zunächst in Hamburg zu bleiben, ihn fragte, ob wir noch einmal vors Mikrofon gehen könnten. Das haben wir gemacht. Und das, was er zu sagen hatte, so kenntnisreich, so souverän, so witzig und unterhaltsam, hat nicht nur mich, sondern viele Zuhörer begeistert. Zwischen Lenz und dem späteren Kritikerstar entwickelt sich eine langjährige Freundschaft, geprägt von tiefem Respekt für die Arbeit des anderen. Er hat viel erlebt und das, was er erlebt hat, sehr ausführlich und sehr gut geschildert und gezeigt. Doch es kommt auch zu Spannungen. Der Kritiker preist zwar die Erzählkunst des Schriftstellers, spricht ihm aber gleichzeitig das Talent zum Romanautor ab. Er hat ein Beispiel aus der Sportwelt benutzt. Wenn Siegfried Lenz über die kurze Strecke geht, sehr passabel. Was die lange Strecke angeht, so müssen wir uns in Geduld fassen, um zu einem endgültigen Urteil zu kommen. Er hat das Recht, das festzustellen. Obwohl die Praxis ihn korrigieren könnte. Ein Ausflug an die Universität im dänischen Odense, wo Siegfried Lenz vor Germanistikstudenten lesen wird. Der Kontakt gerade zum Publikum war ihm schon immer wichtig. Auf dem Programm steht heute die Kurzgeschichte Der große Zackenbarsch. Er nimmt sich unter anderem auch auf. Da gab es ja viele Aufgeregte darunter. Und da waren so ruhige und überlegte Urteile wie die von Siegfried Lenz sogar in der stärkeren Position. An Hamburg fasziniert Lenz vor allem der Hafen, sein Sehnsuchtsort. In vielen Werken beschreibt er die Lebendigkeit und das weltoffene Flair, aber auch die von harter Arbeit gezeichneten Menschen. Die wichtigen Figuren in seinen Romanen sind schweigsame Typen. Jedenfalls ist seine Art zu erzählen, auch seine Art zu schreiben, seine Ausdrucksweise, ausgeprägt norddeutsch. Und die Geschichten, die er erzählt, spielen überwiegend in einer norddeutschen Atmosphäre und vor einer norddeutschen Szenerie. Keine Frage. Norddeutschland ist dem Mann aus Masuren ans Herz gewachsen. Ich glaube, selbst wenn Siegfried Lenz auf den Himalaya steigen würde, irgendwo würde er einen Dorsch oder einen Bückling oder eine Fregatte mit in den Text hineinschmuggeln. Das ist einfach, ich warte schon fast immer drauf. Fischerei und Hafen, nicht wahr? Das sind Dinge, die mir sehr liegen. Hier spielt einer meiner ersten Romane, Der Mann im Strom. Ein sozialkritischer Roman, an dem ich zeigen wollte, das Problem des alternden Menschen im Beruf, und habe mir, weil es sich um einen symbolischen Realismus handelte, einen Taucher dazu gewählt. Einen Taucher, der am Wrack arbeitet, im Grunde an seiner Entsprechung. Der Roman Der Mann im Strom aus dem Jahr 1957 erzählt die Geschichte des arbeitslosen Tauchers Jan Hinrichs. In der NDR-Verfilmung gespielt von Jan Fedder. Wir stellen prinzipiell niemand über 50 ein. Das hatte ich der Dame von der Arbeitsagentur auch gesagt. Das Risiko ist einfach zu groß. Auf mich ist 100% Verlass. Es tut mir leid, aber ich habe meine Anweisungen. Der verzweifelte Hinrichs macht sich auf dem Papier 10 Jahre jünger und fühlt sich dabei im Recht. Wenn Leute alt sind, dann sind sie heute nichts mehr wert.
Das ist leider so. Du bist doch gar nicht alt. Eben. Der Plan scheint zunächst aufzugehen. Hinrichs findet wieder eine Stelle als Taucher. Alles klar? Alles klar. Doch er spielt dabei mit seinem Leben. Hinrichs! Hörst du mich? Hallo! Hinrichs! Ist alles klar? Siegfried Lenz is not judging his characters. Siegfried Lenz urteilt nicht über seine Charaktere. Er beschreibt ihre Schwächen, aber ohne auf sie herabzublicken. Describes them with all their weaknesses, but at the same time without ever patronizing them. Er behandelt sie mit einem Feingefühl, das man in der Weltliteratur nur selten findet. Man bringt etwas über den Menschen zum Vorschein, indem man ihn einem Konflikt aussetzt. Oder sagen wir einfach, einer Überprüfung aussetzt. Und diese Überprüfung kann existenziell sein oder familiär oder so weiter in irgendeiner Weise. Jedenfalls im Augenblick der Überprüfung zeigt es sich, was vielleicht als Möglichkeit in einem Menschen steckt. Der Mann im Strom behandelt den Kampf der einfachen Menschen gegen die Ungerechtigkeiten der Gesellschaft. Das Thema ist dem Autor ein Anliegen. Weil sie am wehrlosesten sind. Die sogenannten kleinen Leute. Ja, wer sich nicht wehren kann, wer auf Unterstützung, auf Hilfe angewiesen ist, der könnte, ich sage, muss, kann ich nicht sagen, aber der könnte eine Unterstützung durch einen Schriftsteller finden. Habe ich mir überlegt. Ich freue mich. Der Schauspieler Jan Fedder verkörpert wie kein anderer den kantigen Norddeutschen, den Lenz so oft in seinen Büchern beschreibt. Natürlich. Jan Fedder zu begegnen, geht so. Du kommst rein, guckst, da ist Jan Fedder. Wir gehen aufeinander zu. Der und er gibt mir die Hand. Na, sieh, wo dein Geld ist. Na, Sigi, wie geht's denn? So, am Schreibtisch. Und ich frage dann natürlich, und wie geht's dir vor der Kamera? Ja. Seine Einladung, seine Offenheit, seine Begünstigung, sofort zu einem Gespräch zu kommen, ne, gefällt mir ungemein. Auch die Novelle Das Feuerschiff, erschienen 1960, wurde mit Jan Fedder verfilmt. Achtung, Jan, bitte Ruhe zum Drehen. Der sonst so zurückhaltende Siegfried Lenz hat im Film sogar eine kleine Gastrolle. Moin, Lenz! Moin, Freitag. Moin. Okay, das war gut. Siegfried lief mich schon, weiß ich nicht, Wochen vorher oder Monate vorher an und sagte, Jan, ich habe jetzt so eine kleine Rolle gekriegt bei euch. Ich weiß aber nicht, wie ich das machen soll. Und ob ich ihm helfen könnte. Und er wäre jetzt schon völlig aufgeregt. Er hat das natürlich souverän wie alles gemacht. Das war wunderschön. Aber er ist ein sehr bescheidener Mann. Und er ist auch sehr zurückhaltend. Und das liebe ich auch sehr an ihm. Moin, Lenz. Moin, Freitag. Moin. Jan Fedder spielt den Kapitän eines Feuerschiffs, dessen Licht anderen Schiffen auf hoher See den Weg weist. Normalerweise ein eintöniger Job. Doch mit der Ruhe ist es vorbei, als drei zwielichtige Schiffbrüchige an Bord kommen. Kaspari, Redorn, erster Offizier. Herzlich willkommen an Bord, Herr Kaspari. Ah, Sie sind der Kapitän. Freitag. Die Gäste entpuppen sich als Gangster, die das Schiff in ihre Gewalt bringen. Wind, West-Südwest. Die Mannschaft will die Banditen überwältigen, gegen den Willen des Kapitäns. Hey! An eurer Stelle würde ich wieder runtergehen.
muss ja nicht dabei sein. Hey, zwei von denen schlafen. Nur der Schwachkopf ist wach. Mit dem werde ich alleine fertig. Ich sag das nicht nochmal. Lass es uns wenigstens versuchen. Nicht auf diesem Schiff. Nicht solange ich Kapitän bin. Nimm eure Totschläge und ab in die Koje. Wie schwer es sein kann, in kritischen Situationen die richtige Entscheidung zu treffen, notfalls auch gegen Widerstände, das zeigt Lenz hier auf dramatische Weise. Zu Dänemark hat Siegfried Lenz ein sehr persönliches Verhältnis. Seit mehr als 50 Jahren verbringt er hier einen großen Teil seiner Zeit. Die Sprache beherrscht er fließend. Seine zweite Frau Ulla ist Dänin. Ein deutscher Kriegsteilnehmer im ehemals besetzten Dänemark. Anfangs hat man Lenz hier mit gemischten Gefühlen empfangen. Das hat sich längst geändert. Also in Dänemark sind wir faktisch, in Dänemark halten wir ihn für einen sehr dänischen Schriftsteller, auch wenn das vielleicht etwas selbstherrlich klingt. Wir sehen ihn als einen Schriftsteller, der enge und freundschaftliche Kontakte zwischen Dänemark und Deutschland knüpft. Freundliche Kontakte zwischen Dänemark und Deutschland. In vierjähriger Arbeit entsteht in Dänemark auch das Buch, mit dem Siegfried Lenz in der ganzen Welt berühmt werden sollte. Sein Meisterwerk, Deutschstunde. Angesiedelt ist der Roman in Nordfriesland während und nach der Nazizeit. Im Mittelpunkt steht der Konflikt zwischen dem Dorfpolizisten Jepsen und dem Maler Nansen. Eine Figur, die an den Künstler Emil Nolde angelehnt ist. Da, Max, da ist was aus Berlin. Was ist leicht zu lesen. Ich habe mir das nicht ausgedacht, Max. Malverbot, Berufsverbot. Vielleicht auch noch Essverbot, Trinkverbot. Das kann man ja gar nicht unterschreiben. Mit seinem Namen. Dieser Mann, den wir kennenlernen, wie er auf dem Deich dort mit dem Fahrrad seinen Weg macht, der Polizist, nicht, zu dem Maler, bei Gegenwind, ein bleibendes Bild, das er da geschaffen hat und den er genau trifft in seiner Beamtenhaftigkeit, in seiner Sturheit, aber dann auch wieder in seiner Nähe zu seinem Opfer. Nicht diese Verbindung zwischen Täter und Opfer und die vielen Zwischentöne, nicht, die da liegen, das ist die Stärke in seinem Schreiben und das ist, wird in dem Roman wunderbar deutlich. Mit der Figur des Dorfpolizisten schafft Lenz das Sinnbild eines Deutschen, dem Pflichterfüllung vor Menschlichkeit geht. Mein Vater, der Polizeiposten Ruckbüll, ging auf das erleuchtete Rechteck zu. Er achtete nicht auf den Weg, wartete einfach durch ein Austernbeet, schob sich am Gartenhaus vorbei, zwängte sich durch feuchte Stauden und Büsche und war schließlich so nah dran, dass er seine Hand ins Licht tauchen konnte. Jetzt hätte er rufen, jetzt hätte er auch klopfen können, doch nach allem, was ich weiß, tat er nichts von beidem, sondern schleppte, da die Lichtquelle zu hoch lag, einen Gartentisch heran, kletterte auf den Tisch und legte das Gesicht an die Scheibe. I regard the German lessons as one of the greatest works. Für mich ist Deutschstunde eines der wichtigsten Bücher der Weltliteratur des 20. Jahrhunderts. It is a very ambitious novel. Es ist ein genauso anspruchsvoller wie einfacher Roman. Man kann nicht anders, als sich beim Lesen zu fragen, wie hätte ich mich damals verhalten? Es ist eine schwierige, eine schmerzhafte Frage. Es ist die große Leistung von Siegfried Lenz, dass er uns dazu bringt, über diese Frage nachzudenken. Der biedere Polizist wird zum fanatischen Verfolger, selbstgerecht und obrigkeitsgläubig. Du seid ja vernünftig, Jens. Du, wenn du mich anzeigst. Wenn du mich jetzt anzeigst, du, weißt du, was du tust? Ja, Max.
Meine Pflicht. Als einer der Ersten zeigt Lenz, dass die Nazi-Diktatur auch wegen eines übersteigerten Pflichtgefühls der Deutschen so gut funktionieren konnte. Gleichzeitig begeistert er mit grandiosen Beschreibungen der norddeutschen Küste. Das Wasser ist ein Element, das sehr viel für sich hat, das den Menschen formt, auch in der Vorwegnahme möglicher Schicksale. Draußen, wo die Halbinsel flach an die Nordsee stach, waren die scharfwolligen Schaumkronen der Strandwellen zu sehen, die aus schwarzer Weite anliefen und sich im seichten Grund zerschlugen. Wie ein Lauffeuer schäumten sie heran, bergauf und bergab, begleitet von einem unablässigen Summton. Siegfried Lenz is a great painter. Siegfried Lenz ist ein großartiger Maler. Er malt mit Worten. In seinen Büchern nimmt er dich mit an den Ort der Handlung, in das Dorf, in das Haus, in das Zimmer. Und du bist mittendrin. Deutschstunde, 1968 erschienen, macht Siegfried Lenz zum gefeierten Star des Literaturbetriebs. Das Buch trifft den Nerv der Zeit. Unermüdlich präsentiert Lenz seinen Bestseller im In- und Ausland, auf Literaturfestivals und Buchmessen. Schon bald gehört der Roman zur Pflichtlektüre im Schulunterricht. Und selbst der vorher so skeptische Marcel Reichranitzky findet lobende Worte. Er ist mit der Deutschstunde eine Art Volksschriftsteller geworden. Das wird ihm von vielen Kollegen verübelt. Von jenen vor allem, die nicht erfolgreich sind. Aber ich glaube, dass er diesen Erfolg verdient hat. Was hat man als Autor womöglich im Sinn? Journalisten gegenüber macht Siegfried Lenz deutlich, dass er seine Popularität auch kritisch sieht. Natürlich kann man sich mit einiger Pünktlichkeit fragen, wenn man Erfolg hat oder sehr viele Leser hat, was hast du falsch gemacht? Wenn zu viel Mehrheit erscheint. Dass dir dieses Malheur passiert, ich habe es nicht. Man hat mich gezwungen, mir selbst diese Frage zu stellen, nicht? Ja. Was hast du falsch gemacht, dass dir dieses Malheur passieren musste, einen Bestseller zu schreiben? Deutschstunde hat Siegfried Lenz Unabhängigkeit verschafft. Was ihn zum Weiterschreiben motiviert, ist jedoch nicht der Ruhm, sondern die ihm eigene Mischung aus Nachdenklichkeit, Humor und Weltschmerz. Ich halte Melancholie für einen sehr inspirativen Zustand. Enttäuscht sein von der Welt, von Freunden, von dem Platz, an dem du lebst. Nicht bemüht oder versucht oder verlockt, weitreichende Pläne zu machen. Ein Anlass zur Bescheidenheit, ein Anlass zur Vorläufigkeit, zum Eingeständnis, vorläufig zu leben. Und alles nur für die Zeit, und das heißt immer, für deine Zeit aufzuschreiben. In den folgenden Jahren veröffentlicht Siegfried Lenz zahlreiche Bestseller. Darunter den Erzählband Der Geist der Mirabelle, mit dem er an die masurischen Geschichten anknüpft. Und den Roman Heimatmuseum, in dem er sich einmal mehr mit Ostpreußen befasst. Seine Themen kommen bei den Lesern an. Der tägliche Kampf des kleinen Mannes, die Chance in der Niederlage, die Würde der Aussichtslosigkeit. Inspiration findet Lenz überall, und sei es beim Boxkampf im Fernsehen. Herrlich, 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 der Cassius Clay. Mein Gott, ist das ein Boxer. Round one. Oh, ja. Wieder. Und jetzt nachgeschlagen. Jetzt wieder. Ja. Ging vorbei. Wieder. Jetzt hat er dreimal getroffen, ja. Siegfried Lenz hat seinen Landsleuten schon immer mit einer Mischung aus Zorn und Mitleid ins Gesicht gesehen. Und diese ganz besondere Mischung ist das große Geheimnis seiner Bücher. Seine Weltsicht, diese gelassene Weltsicht,
Er schafft es, die in der Sprache sichtbar zu machen. Da gibt es durchaus lange Satzperioden, kunstvolle Satzperioden, aber er nimmt den Leser immer mit. Man kann ihm folgen. Und ich glaube, das ist die Wiedererkennbarkeit und das ist auch die Wiederliebbarkeit dieses Autors. Man kann sich auf ihn verlassen. Alle seine Bücher haben seine Diktion, sind ganz eigen und sind Siegfried Lenz. Das darauf kommt es an. Der Hamburger Traditionsverlag Hoffmann und Campe. Alle Werke von Siegfried Lenz sind hier erschienen. Sein Verleger Günther Berg begleitet die Entstehung neuer Bücher von Anfang bis Ende. Er vertraut seiner Geschichte. Das heißt, er braucht keine stilistischen Finessen, um einer großen Lesergemeinde eine Geschichte zu erzählen, sondern er vertraut ganz und gar dem Inhalt, den er erzählen will. Lenz' Sprache ist präzise und ausdrucksstark. Seine Arbeitsweise hat sich auch nach Jahrzehnten nicht verändert. Was man an diesen Manuskripten sieht, völlig egal, was da drin steht, ist die Endgültigkeit, mit der Lenz arbeitet. Das ist einfach hingeschrieben, in einem Zug hingeschrieben. Die Verfertigung der Gedanken vor dem Schreiben, würde man sagen, und nicht erst beim Schreiben oder ganz und gar danach. Nicht nur am Schreibtisch, auch in der Politik will sich Lenz für die Menschen einsetzen. Ab 1965 engagiert er sich für die SPD. Er unterstützt die Ostpolitik von Willy Brandt, begleitet ihn 1970 sogar auf seiner schwierigen Reise nach Polen. Als Willy Brandt mich einlud, um bei der Unterzeichnung der Ostverträge dabei zu sein, gab es nicht einen Augenblick des Zögerns. Ich sagte, selbstverständlich. Siegfried Lenz, der Schriftsteller aus Ostpreußen, ist Augenzeuge, als Willy Brandt mit seiner historischen Geste der Opfer des Naziterrors gedenkt. Als Willy Brandt vor dem Warschauer Ghetto in die Knie brach, ich muss sagen brach, da kam Geschichte, seine eigene Geschichte, die Geschichte unseres Landes und alles hinzu, dass er es glaubte, nicht mehr tragen zu können. Aber gleichzeitig auch eine Ehrerbietung an die Opfer. Ein Hinweis darauf, dass dies nicht leicht erkauft ist. Und erkauft wurde, es haben zu viele sterben müssen. Lenz hält den Verzicht der Bundesrepublik auf die ehemaligen Ostgebiete für richtig. Doch ein Gefühl von Wehmut bleibt. Einerseits eine lebenslängliche Anhänglichkeit an die Heimat, in der man aufgewachsen ist, und andererseits die Bereitschaft zum endgültigen Verzicht. Gemeinsam mit Günter Grass unterstützt Lenz den Bundeskanzler weiter. Auch als dieser nach der Polenreise als Vaterlandsverräter beschimpft wird. Lenz macht Wahlkampf, so wie im April 1972 in Hamburg. Morgen Mittag wird sich entschieden haben, wie der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland heißt, Willy Brandt oder Rainer Barzel. Auch für Brandts Nachfolger Helmut Schmidt setzt sich Siegfried Lenz ein. Sie sind schon seit Anfang der 60er Jahre befreundet. Die Popularität im Ausland macht den Schriftsteller auch dort zum gefragten Gesprächspartner. Jahr für Jahr trifft er sich bei ausgedehnten Lesereisen mit Politikern und Intellektuellen. Eine besondere Wirkung haben seine Bücher in Israel. Siegfried Lenz wird zum Botschafter eines neuen demokratischen Deutschlands. Für seine Verdienste um die Verständigung zwischen den beiden Staaten erhält er die Ehrendoktorwürde der Universität von Beersheba. Durch ihn konnten wir uns vorstellen, wie es ist, ein Deutscher zu sein, nach dem Holocaust, nach Hitler, nach den Schrecken. Er und seine Kollegen haben es geschafft, das Unvorstellbare vorstellbar zu machen. Und genau darum geht es in der Literatur, dem Leser das Unvorstellbare begreifbar zu machen. Autor und moralisches Gewissen. 1988 wird Siegfried Lenz in Frankfurt mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels geehrt.
Es gibt kein Abonnement auf die Ewigkeit. Und es gehört nicht einmal viel Fantasie dazu, sich die Erde unbelebt vorzustellen, von Staub bedeckt, den kalte Winde vor sich hertreiben. Ein Grabstein für diese Zeit könnte die Inschrift tragen: Jeder wollte das Beste für sich. In all diesen Jahren ist Siegfried Lenz Frau Lieselotte an seiner Seite. 2006 stirbt sie. Ihr Tod nach fast 56 Jahren Ehe nimmt den Autor mit, stürzt ihn in eine tiefe Lebens- und Schaffenskrise. Zum ersten Mal in seiner Laufbahn will das Schreiben nicht mehr funktionieren. Ich sah es nicht mehr. Ich konnte, selbst als ich versuchte, meine Einbildungskraft zu mobilisieren, gelang es mir nicht mehr. Ich konnte die Person nicht mehr sehen, ich konnte sie nicht mehr sprechen hören und so weiter und dachte, gib es auf. Es war für ihn eine überaus harte Zeit. Das Schreiben stockte aus völlig verstehbaren Gründen. Und was dann kam, war eine sehr intensive Arbeit an einem Text, der über viele Jahre entstanden ist, liegen geblieben ist, wieder aufgenommen wurde und der dann nicht Wellenbrecher hieß, das war der Arbeitstitel über eine ganz lange Zeit, sondern am Ende Schweigeminute. Die Novelle Schweigeminute erzählt von der geheimen Liebe zwischen der jungen Englischlehrerin Stella und ihrem Schüler Christian. Das Buch ist eine Premiere für Siegfried Lenz. Noch nie hat er eine reine Liebesgeschichte verfasst. Mit 82 Jahren wagt er noch einmal Neues. Viele Leser sehen in dem 2008 erschienenen Buch einen Abschiedsgruß des Autors an seine verstorbene Frau Lieselotte. Lenz beschreibt die Gefühle seiner Charaktere mit viel Sensibilität, ohne jeden Kitsch. Ein Grund, weshalb das Buch zur Sensation wird. Es gab auf einmal Hunderttausende von neuen Leserinnen und Lesern, die in ihrem Leben vorher noch nie Siegfried Lenz gelesen hatten. Und die fanden über diese Liebesgeschichte, über diese zarte Liebesgeschichte, über diesen feinen Ton und eine stilistisch nicht unanspruchsvolle Geschichte einen erstaunlich leichten Zugang zu Siegfried Lenz. Einmal mehr schafft Siegfried Lenz den schwierigen Spagat zwischen Anspruch und Erfolg. Die Kritik ist voll des Lobes, vor allem für die einfühlsame Darstellung der weiblichen Hauptfigur Stella. Es gibt da übereinstimmende Wahrnehmungen bei Männern, was Frauen angeht. Nicht? Und da die meisten Kritiker ja Männer sind, war ich überrascht, dass einige, auch mein Freund Rasch Ranitzky, zu der Ansicht kam, kann man so stehen lassen. Da spricht der stolze Schriftsteller Siegfried Lenz. Tja, naja, das ist man halt, wenn etwas gelingt oder gelungen zu sein scheint. Ne? Freut man sich. Nicht stolz, nein, stolz ist ein Ausdruck, den ich gar nicht so gern höre. Zufrieden. Wir leben noch. Wir leben noch. Mit der Schweigeminute hat sich Siegfried Lenz aus der Lebenskrise geschrieben. Mit Freunden wie Helmut und Loki Schmidt feiert er das Erscheinen des Buches. Steh auf, mein Volk, die Flammen zeigen auf. Es gibt nicht so viele Zahlen. Einer Person ist Siegfried Lenz besonders dankbar, dass sie mit ihm die schwere Zeit durchgestanden hat. Ulla, die langjährige Nachbarin und enge Freundin seiner verstorbenen Frau. Im Juni 2010 heiraten die beiden im dänischen Kolland.
Ihr schreibe, um die Welt zu verstehen, hat Siegfried Lenz einmal gesagt. Sein Interesse an den Menschen, seine Neugier und seinen Fleiß hat er sich bis heute bewahrt. Weitermachen ist das Prinzip. Voller Zufriedenheit darüber, dass du die Möglichkeit hast, weiterzuschreiben, was ja auch nicht selbstverständlich ist. The fight goes on.